Erwin Kremers, der Schalker Golfkreis kommt zum sechsten Mal zusammen. Auch diesmal geht es um einen guten Zweck. Um welchen geht es? Diesmal spielen wir für das Projekt Gelsensport. Und Gelsensport wird mit uns gemeinsam, wir werden Projekte entwickeln, dass wir Kinder aus sozial schwachen Familien Angebote offerieren, dass sie Sport machen, dass sie von zu Hause rauskommen und dass sie von den Playstation wegkommen, dass die Mannschaftssport machen, dass sie zum Beispiel auch gesunde Ernährung lernen. Und das wollen wir und das ist unser Ziel. Und ich hoffe, dass uns das auch gemeinsam gelingen wird. Das klingt jetzt auch natürlich auch sehr, dass man gegen einen gesellschaftlichen Trend momentan auch ankämpft. Gibt es auch eigene Beobachtungen, die man auch vorgenommen hat? Ja, logisch gibt es eigene Beobachtungen. Ich habe hier natürlich viele, viele liebe Freunde, die mir da auch berichten. Das klären wir und auch immer mit der Sozialdezernentin der Stadt Gelsenkirchen, der Frau Welge, ab, wer hier förderungswürdig ist. Und die kennt nun die Dinge, die jetzt nun wirklich schwerwiegend sind. Ne? Und wenn wir da etwas Hilfe leisten können, machen wir das sehr gerne. Welche Rolle kann auch spezieller Fußball auch spielen? Das heißt, ein großer Verein wie der FC Schalke 04, aber auch dann auch die vielen kleinen Amateurvereine auch jetzt im Ruhrpott. Es ist ja so, dass das Thema Sport hier groß geschrieben wird, aber wir versuchen, die Kinder wirklich zu animieren, mitzumachen. Und mit dem Ziel, in einer Mannschaft musst du dich, das haben wir ja auch alles mitgemacht, das ist ja unser Thema auch, musst du dich A, durchsetzen können, B, aber auch so verhalten, dass du dich unterordnen musst. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft und das wollen wir den Kindern beibringen. Welche Summen sind da in der Zwischenzeit zusammengekommen? Also der sechste Schalker Golfkreis ist ja mittlerweile einberufen worden. Was hat man in dieser ganzen Zeit sammeln können? Wir haben insgesamt bei fünf Veranstalten so circa 420.000 Euro einsammeln können. Und das ist deshalb so viel, weil jede Spende ohne Abzüge und netto dahin gehen. Und deshalb kommen da immer sehr schöne Beträge zusammen. Und wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir hier von vielen Unternehmen und von vielen Freunden unterstützt werden. Vor allen Dingen, es geht halt nicht nur darum, dass man eben das Geld auch sammelt, sondern nachher auch sind wirklich sich auch selber davon überzeugt, dass diese Projekte dann auch umgesetzt werden, dass sie auch anlaufen. Ich denke, da gibt es auch sehr viele schöne Geschichten, die man erzählen kann. Na, es ist natürlich so, dass das auch nachhaltig sein muss. Es bringt ja nichts, irgendeine Summe da reinzuschmeißen und das bringt nichts. Wir haben schon viele, viele gute Dinge hier in Gelsenkirchen bewirkt und wir machen das auch so, dass wir uns die Projekte anschauen und uns genau ansehen, wohin das Geld geht. Gibt es da auch mittlerweile auch dann auch Initiativen, die sich auch proaktiv auch bewerben, beziehungsweise hat man da auch eine Chance, auf sich selber auch aktiv aufmerksam zu machen? Es ist so, dass wir oft angeschrieben werden und es ist auch so, dass die Stadt Gelsenkirchen hergeht, die haben ja wenige finanzielle Mittel, dass die natürlich sagen, wenn irgendwas ist, setzt euch bitte mit dem Schalker Golfkreis zusammen. Aber so viel Geld kannst du überhaupt nicht einspielen und du kannst nicht überall helfen, das geht nicht. Man muss bestimmte Dinge anpacken, bestimmte Programme und anders hast du keine Möglichkeit, da was Positives zu bewirken. Wir reden ja auch von sehr vielen langjährigen Spielern, Trainern, Funktionären, die jahrelang auch im Fußball auch aktiv sind. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass der Fußball auch eine absolute Charakterschule ist, weil die Leute machen das ja dann wirklich auch, weil sie davon tief überzeugt sind. Es ist ja so, dass wir hier zum Beispiel in Gelsenkirchen unglaublich damals aufgenommen worden sind, dass wir unglaublich unterstützt worden sind und wir wollen da etwas zurückgeben und das gelingt uns auch mit sehr, sehr vielen Freunden und man muss sich vorstellen, dass viele aus ganz Deutschland anreisen und die uns richtig unterstützen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und da darf man nur dankbar für sein. Wie sieht es dann auch in den weiteren Projekten aus? Ist da vielleicht auch etwas noch Neues noch geplant? Etwas, was noch nicht spruchreif ist? Oder gibt es noch weitere Sachen, mit denen man im Schalker Golfkreis noch viele Dinge auch bewegen kann? Wir wollen natürlich weitermachen, wir wollen Dinge bewegen, das auf jeden Fall, aber zuerst jetzt mal dieses Projekt in trockenen Tüchern bekommen und dann über neue Dinge erst nachdenken, weil das auch mit unendlich viel Arbeit verbunden ist. Helmut Kremers ist hier bei uns, einer der beiden berühmten Kremers-Zwillinge, der Bruder bei der Europameisterschaft 72, er im Weltmeisterschaftsaufgebot 74, Anlass wieder der Schalker Golf Cup. Der Golfkreis hat ihn organisiert. Ihr Bruder ist der Präsident. Aber wenn man so
hin und her schaut, merkt man, eigentlich ist die ganze Krämers-Familie mitbeteiligt in allen Belangen. Wie kommt das? Ja, das hat einen einzigen Grund, ist, wir wollen hier Gelsenkirchen was zurückgeben. Die Fans oder die Gelsenkirchen oder die Fußballfans hier von Schalke 04, die haben uns unheimlich viel gegeben und wir wollen was zurückgeben, das ist der Grund. Und wir können das auch nur schaffen, indem wir wirklich mit der Familie solche Dinge andenken, die alle mithelfen. Und es geht auch nur durch unsere Freunde im Schalker Golfkreis. Da gehören auch ehemalige Fußballspieler dazu. Und Klaus Fischer, Niekur, Abramschik, wie sie alle heißen. Wir haben ja fast ein Jahrzehnt zusammen Fußball gespielt. Und deshalb freuen wir uns auch immer wieder, was Positives für die Stadt Gelsenkirchen hier zu tun. Das ist ja die Namen, die Sie eben genannt haben, so diese berühmte Mannschaft, die 72 Pokalsieger war, die einen traumhaften Fußball gespielt hat. Ich sehe schon mal, wenn ich mit auf dem Golfplatz war, Ihr Sohn ist dabei, die Töchter sind dabei von beiden. Das ist wirklich ein Familienunternehmen, kann man so sagen. Ja, wir verstehen uns alle sensationell gut. Wir pflegen auch diese Dinge und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass auch unsere Kinder Kontakt halten. Wir haben freundschaftliche Beziehungen auch zum Klaus Fischer, zu den Kindern vom Klaus Fischer, zu den Enkelkindern auch und wir sehen uns auch jedes Jahr 2-3 Mal gemeinsam und das macht riesen Spaß. Dieser Tage ist etwas Besonderes passiert. Ihr Bruder hat das auch kurz in seiner Ansprache erwähnt. Zum Golfkreis gehört auch Peter Neururer, der bekannte, berühmte Trainer. Es gab einen Herzinfarkt auf dem Golfplatz und er ist aber auf dem Weg der Besserung. Vielleicht wollen Sie ihm auch etwas zu Peter sagen. Ja, also hallo Peter. Also nach deiner Geschichte haben wir uns ja auf jeden Fall 3-4 Mal gesehen. Ich hab dich besucht, also auch im Krankenhaus. Wir haben darüber gesprochen, was du ändern musst. Und du weißt, dass du nicht mehr rauchen darfst. Und er ist aber auch schon wieder der Alte. Und halt die Ohren steif, wir sehen uns wieder bei unserem Schalker Golfkreis. Ich habe das eben auch mit Freude gehört, es geht ihm besser. Wir grüßen ihn alle über Internet, über Fernsehen. Peter, halt die Ohren steif, lass die Fluppen beiseite und mach's gut. Der Schalker Golfkreis hat, ich habe eben so eine Zahl gehört, über 400.000 Euro schon für soziale Projekte, kann man sagen, eingespielt. Gibt es irgendeine Summe, die man erreichen will, wenn man die 500.000 schaffen oder... Was ist der Hintergrund? Also der Hintergrund ist folgender. Wir möchten gerne 500.000 erreichen. Man hat auch Ziele. Man geht auch gerne hin und sagt, wir würden gerne 1 Million erreichen. Und. Aber es geht wirklich darum, kranken Kindern oder kranken Menschen hier zu helfen in Gelsenkirchen. Und es geht auch nicht darum, Rekordsummen einzuspielen. Also die Gelder, die wir einspielen, da wissen wir ganz konkret, das wird zu 100% wird das auch weitergegeben. Wir haben keine Verwaltungsgebühren oder was auch immer. Zu 100% wird dieses Geld weitergegeben. Und wir haben schon Ziele, aber es ist immer auch, sage ich mal, sehr, sehr schwierig, sich zu motivieren und wie schwierig das ist, sowas auf die Beine zu stellen. Und da braucht man wirklich Freunde, um so etwas auch zu machen und auch durchzuhalten. Ich habe eben gesehen hier, selbst ein alter, kann man so sagen, Fußballrecke wie der Willi Schulz, der ja Anfang der 60er Jahre bei Schalke spielte, später zum HSV ging, ist hier hingekommen und macht mit. Wie schafft man so etwas, solche Verbindungen aufrechtzuerhalten? Ja, wir kennen uns ja schon relativ lange und es ist ihm jetzt wirklich unheimlich hoch anzurechnen, dass er überhaupt heute Abend gekommen ist, weil seine Frau wirklich schwer erkrankt ist. Und das zeigt aber, dass ein Willi Schulz wirklich gerne hier ist. Und deshalb sind wir ihm auch sehr dankbar, dass er heute zu diesem Fest hier gekommen ist. Lieber Helmut Krämers, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen und Ihrem Bruder weiterhin viel Erfolg. Okay. Glück auf. Ja, vielen Dank. Glück auf. Danke.